So, wie voriges Jahr wollen wir auch dieses Jahr wieder zur Halloween-Zeit ein paar Halloween-Eier öffnen. Und was hier drinne steckt, das sehen wir gleich nach dem Intro. Hallo, ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist mal wieder soweit. Halloween-Zeit und jetzt gibt es wieder diese kleinen Halloween-Eier. Und wie auch voriges Jahr sind auch dieses Jahr wieder diese Twist-Heads drin. Und ich möchte mal schauen, ob ich eventuell die Serie, wie ich voriges Jahr sie auch voll hatte, dieses Jahr auch wieder voll bekomme. Also machen wir gleich mal das erste Ei auf. Ich habe wieder, ja, ich sage mal ein bisschen sortiert. Und zwar nach Geräusch. In der Hoffnung, dass man eventuell dort ein Twist-Head und es klappt auch wieder. Jawohl. Es hat wieder geklappt. Es gibt dieses Jahr auch wieder 4 Stück da drin. Und hier ist Nummer 1. So. Machen wir Ei Nummer 2 auf. Es klappert auch wieder so ein bisschen und jawohl, auch hier wie der erste auch. Ich glaube, brauche ich ja nicht extra jetzt nochmal den Beipackzettel zu zeigen. So sieht dieser aus. Ei Nummer 3. Ja, das mit diesen Schütteln, das hat sich also, das klebt ein bisschen hier fest. Das hat sich also schon, ich sage mal, bewährt. Ja gut. Das jetzt ist hier wieder was anderes. Das ist hier aus der Natun-Serie. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich baue den mal kurz zusammen. Ja, so sieht der dann aus. Und dann kann man hier vorne das Maul so ein bisschen öffnen und dann hat er hier diesen Knochen, den hat er dann hier so im Maul. Naja, wen es hier fällt, gut. Machen wir Ei Nummer 4 auf. Auch dieses klappert wieder so gut wie gar nicht. Und ich hoffe ja mal, dass ich da wieder was drin habe. Es klappert fast gar nicht. Ja, schon wieder diesen Hund. Ich baue ihn aber jetzt nicht zusammen, weil er ist dann auch sehr schwer wieder in das Ei zu bringen. So, Ei Nummer 5. Nicht klappern. Ja. Und ist leider auch kein Twist-Head dabei, sondern hier solche, ja, Knuddeltiere, sage ich mal. Die es von
Nattoons oder Kattoons gibt. Die kennt ihr ja auch schon zu Genüge. Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht extra auszupacken. Weil uns interessieren ja die Twist-Cats, wie die denn aussehen. Und deswegen mache ich jetzt hier gleich mit weiter. Und man hört nichts. Ja, toll. Wieder so ein Hund. Ja, diesmal scheine ich nicht so ein Glück zu haben. Diesmal gibt es verschiedene Spielzeuge und man hört wieder nichts. Und es ist, ja, auch hier von Nattoons so ein Teil. Ja, das sind zwei Tiere in einem, die kennt ihr jetzt auch schon. Auf dem einen ist es, ja, was ist es? Ein Seelöwe und auf dem anderen, was soll das da sein? Ein Schwein oder irgend sowas. So sieht das Ganze aus. Ich baue es mal schnell zusammen. Ja, auf der einen Seite ist es ein Hund und auf der anderen, ja, so ein Wildschwein oder beziehungsweise Wüstenschwein oder was auch immer das darstellen soll. Gut, diesmal hat sich Ferrero richtig was einfallen lassen, weil voriges Jahr war es ja relativ einfach, die Dinger auszusuchen. Da brauchte man ja nur die Teile nehmen, die nicht klappern. Und wir sehen es aber jetzt hier, ja, auch hier wieder, ja, ein neues Auto, was denn, ja, so weggeschossen werden kann. Gut, trotzdem gar nicht mal so schlecht. Zwei Twist-Heads von 8 Eiern finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr jetzt dran bleibt, seht ihr diese Twist-Heads gleich nochmal auf dem Drehteller. Und ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.